Ja, für 3.500 junge Leute in Wesel hätte das Wetter an diesem so langen Wochenende nicht besser sein können. Zelten bei hochsommerlichen Temperaturen im Mai, das ist schon ein Traum. Es sind 3.500 Pfadfinder, die am Auesee in Wesel ihr Lager aufgeschlagen haben. Und Stefan Göke kann uns jetzt bestimmt sagen, wie es sich so aushalten lässt bei der Hitze. Also eigentlich gar nicht. Aber jetzt wird es so langsam ein bisschen besser. Und wir sehen schon, man kann es mit Kartenspielen aushalten im Schatten. Und dann muss man den Kopf leicht bewegen nach rechts und hat dieses unglaubliche Panorama vor sich. Die tiefstehende Sonne am Auesee und auf der anderen Seite des Ufers sieht man schon die Zelte. Vier Dörfer der Pfadfinder gibt es insgesamt. Und die meisten von denen sind gerade nebenan im größten Zelt. Da läuft gerade die Messe. Also fast 3.500, das in dem Zelt muss man temperaturtechnisch auch erstmal aushalten. Ein Weihbischof aus dem Bistum Münster, denn da kommen die Pfadfinder alle her, hält jetzt gerade die Messe. Und um nochmal so ein Gefühl für die Massen zu bekommen, das hier ist mal gerade ein Pfadfinderbezirk, einer von neun, die sich hier am See versammelt haben. So, jetzt gibt es die klare Ansage für das Gruppenerinnerungsfoto. Wölflinge und die größeren Pfadfinder vor Auesee heißt die Kulisse. Also, das ist natürlich schon eine Herausforderung, bei 33 Grad hier diese Dörfer zu organisieren. Ist natürlich eine fantastische Kulisse. Aber alle bei den Pfadfindern machen auch mit. Da gibt es richtig Arbeitsteilung. Der eine macht Unterhaltung für alle. Die nächste macht Bolognese für alle. Und er macht auf Bademeister. Ja, ich hab mich schon verstanden. Jetzt bitte. Zeit wächst nicht auf Bäumen. Du hast wirklich so ein Bademeister-Talent, ne? Ja, ich versuche es zumindest, ja. Ja. Wie bist du zu dem Job gekommen jetzt? Zu dem Job, ich bin eigentlich nur Gast hier. Klar, wie alle anderen auch. Und dann wurde ich damit einfach beauftragt, weil ich so charmant und nett und lieb bin. Und da habe ich gesagt, mach. Oder weil du nichtstuend in der Ecke saßt. Das kann auch sein. Ja. Ja, doch, das kann durchaus sein, ja. Also, wir liegen eigentlich den ganzen Tag hier am Strand, sonnen uns, sind im Wasser und spielen irgendwelche Spiele. Also, und fahren Kanu. Ja. Das ist schon ziemlich cool hier. Sonnenbrand? Ja. So, ist auch kein Wunder mit dem Sonnenbrand. Die Devise lautete immer schön rein ins Wasser. Und das mit dem Sonnenbrand, das kommt dann irgendwann hinterher. Ben ist einer, der das Ganze hier organisiert. Es geht euch aber nicht nur darum, dass man den ganzen Tag im Wasser rumplanscht. Nee, auf keinen Fall. Also wir wollten vor allem den Kindern die Chance geben, Pfadfinden wirklich zu erleben. Und das hat er selbst gesagt, neun Bezirke. Wir wollen, dass sich alle Kinder vernetzen können. Und so ist bei uns beispielsweise auf einmal Steinfurt neben Senden und Ruxel neben Ostbevern. Und Nina, du bist ein bisschen Hitzeopfer. Du bist diejenige, die auch die Spiele organisiert für die Jüngsten. Jetzt sehen wir die aber die ganze Zeit nur im Wasser. Genau, also es waren aber nicht den ganzen Tag alle nur im Wasser. Einige haben auch einen großen Teil der seit Monaten vorbereiteten Spiele gespielt und hatten auch den Unterton haben wir gehört. Genau, wir haben gesagt, die sollen es ein bisschen entspannt machen, weil es einfach so heiß ist. Da kann man ja nicht sich körperlich zu sehr verausgaben. In einem Wort, die Kulisse dieser vier Tage, fünf Tage? Ganz großartig. Super Menschen, super Stimmung, echt ein tolles Lager. Danke, Nina. Ein schönes Schlusswort. Also der Draht nach oben. Wir haben ja viele Kirchenleute, wir haben Diakone hier. Das hat offenbar richtig gut funktioniert hier. Ja, vielen Dank, Stefan. Und wir hoffen, dass das auch weiterhin so ist. Wir gucken mal auf unser Wetter.